Hallihallo, Hallöchen, hier ist euer Bloody Waschbecken und diesmal herzlich willkommen wieder mal, dieses Mal wieder mal, irgendwie habe ich schon Sprachfehler hier drin, zu Minecraft. Ja, in der letzten Folge habe ich ja mit dem Tommy zusammen, also Tommy ist ja mit auf den Server gekommen bei uns und der hat sich eine Bleibe gesucht und ja, ich habe diesen, oh, wer ist hier? Unbekannter. Grüß dich, Graubolf. Servus. Ja, Graulf hat Zeit gefunden und hat mir gedacht, da guckt man hier auf den Server vorbei, um zu sehen, ob denn noch alles so ist, wie er sich denn das sozusagen hier gedacht hat. Sprich, ja, um vielleicht noch ein paar Vorbereitungen zu treffen, je nachdem. Schauen wir mal, ich tue mal meinen japanischen Teppich ausrollen hier. Und was mein Lehrling macht. Ja, genau. Was der Lehrling denn so Schönes macht. Gut, währenddessen dann Graulf mal so noch eine kleine Vorplanung macht, für dann eventuell Weiterbau und Erschienenproduktion. Mache ich an meinem Projekt weiter. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal erstmal die Biometric-Karte eingebaut. Sprich, jetzt kann ich drauf zugreifen und ich kann jetzt von Wireless auch hier draußen zugreifen. Ich habe da mal noch ein paar Karten reingetan. Und der Graulf, der kann auch auf das System drauf zugreifen. Und ja, und für den Rest, da müssen wir dann mal noch gucken, ich kann da zugreifen, ist. Wenn ich es möchte. Wenn du es möchtest, genau. Wenn ich aber nicht so möchte. Dann musst du ja nicht. Gut, dann haben wir beim letzten Mal ja diesen Smelter hier sozusagen in Aktion gebracht, um dann sozusagen hier das in Aktion zu bringen. Sprich, muss man ihn getieren. Um hier Form zu machen, um Blöcke zu machen und die automatisch sozusagen hier reinkommen. Könnte ich mit dem ja auch noch machen, aber das reicht zu, wenn wir das hier mit Handgießen tun. Und sonst kann man das später immer noch ändern. Ist ja kein Problem. Dass es alles in die Kiste reinkommt. Geht dann, denke ich, mal auch schneller. So, nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, ich möchte ja sehr gerne den Widder rufen und da haben wir ja auch schon den Spawner gebastelt. Ist übrigens im Monster-Spawn-Haus drin, Graubolf. Mhm. Und dort kannst du ja auch schon deine schwarzen Knochen rausnehmen, die du so sehnsüchtig schon drauf gewartet hast. Ja. Und zwar. Nee, ja, ja, ne? Fehlt noch was. Jo, die Herzen fehlen noch, ne? Mhm. Zwei sind auch schon drin im Kisten. Gut, nichtsdestotrotz brauche ich als Material, brauche ich dieses Menualien. Menilin, und wie das heißt. Kannst du es aussprechen? Menüli. Zungenbrecher. Also wenn du drüben nieder bist, ne, bringen wir ein paar Diamanten mit. Was? Da gibt's Diamanten? Ja. Wusste ich noch gar nicht, dass es Diamanten gibt. Egal, macht den Kopf. Alles klar. Und zwar brauche ich Kobalt und Ardite, aber bei mir ist mein Kobalt nur noch eins da. Und dieses Ardite habe ich maximal zwei Pulver, warum nicht auch nie. Und dann hört es schon auf. Und deswegen muss ich wieder rübergehen in den Nether, wo ich meinen hübschen Zauberstab hier. Und wie ihr seht, kann man allerdings auch schon die Teile schon benennen. Ne? Also, sieht doch cool aus. Und zwar, wenn er Rechtsklick aus dem Block macht. Übrigens ist die Version 1.2.1 von Dive of 20 Pack. Wenn er Rechtsklick auf so einen Block macht hier, auf so einen Teleport-Block, da könnt ihr dann sozusagen benennen, zum Beispiel Home. Und ja, könnt ihr noch ein paar Upgrades reinmachen, könnt ihr privat machen, Protected und Public. Das ist ein Häkchen drin immer. Macht er weg und normal drauf, mit Hand drauf geht auch. Also, wenn er dann drauf steigt, sieht er dann, aha, hier ist der Homepunkt und ist der Nether. Und je nachdem, wo er halt die Punkte hat, zum irgendwo hingehen, dort sieht er dann im Endeffekt, wo was ist. So, dann nimmt dann, ich nehme zum Beispiel hier meinen schönen Stab hier und mache Rechtsklick drauf und ja, ab in den Nether. Gut, ich gehe jetzt drüben Kobalt sammeln und Ardite sammeln. Das ist ja anhand meiner Pickaxe gar kein großes Problem. Und dann ist es ja mindestens Mining Level Alumite. Und, oder? Ach nee, zum Reparieren.
Wo war denn das? Kobalt, genau. Mining Level Kobalt. Und Kobalt ist, glaube ich, ein bisschen stärker als Alumite. Das andere geht auf alle Fälle hoch. Aber was ich hier mache, ist meinen Ring wieder mitnehmen und meine Rüstung wieder anlegen. Und währenddessen ich ein bisschen rumflatter, sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und zwar, wie ihr seht, habe ich eine kleine Ausbeute. Ich bin auch eh mal gestorben. Kurz nachdem ich im Nether Ein war. Ritterskelett mit Afro. Geil. Cool, wa? So, was brauchen wir denn für das Menü? Denke ich, ich habe ihn gesoffen oder so. 2 Kobalt und 2 Ardite. Okay. Also. 2 Kobalt, machen wir 4 Kobalt. Und 4 Ardite. Das kann erstmal schmelzen. Währenddessen den Rucksack tun wir mal zur Seite. Wie viel haben wir denn hier noch drin? Oh, ist noch genug drin. So, währenddessen, was brauchen wir denn noch eigentlich alles? Ein Schwert. Es gibt verschiedene Schwerter. Eigentlich am praktischsten ist eigentlich so ein Breitschwert. So ein Cleaver. Der hat nämlich Beheading drauf hier, sprich Beheading. Das ist, glaube ich, die Köpfe einsammeln, ne? Da kann man sagen, wenn wir einen Kopf haben wollen von denjenigen, kannst du es nutzen. Also kann man das vielleicht verwenden. Aber ich möchte gerne ein ganz anderes Schwert, und zwar diesen, naja, dieser Rapier sagt mir auch schon zu, ne? So ist es ja auch nicht. Was haben wir noch? Lange Schwert, Charge Boost, Special Ability, Launch. Das macht Damage Low, macht das hier. Special Ability Block, Damage Moderate, Durability High. Das ist gar nicht so. Eigentlich dieser Cleaver ist eigentlich noch besser normalerweise. Ist nur die Frage. Der Grauwolf hat ja auch schon so einen schönen Cleaver, ne? Den ich letztens versucht habe, ja, mir zu holen, um so einen Kopf zu sammeln, ne? Hat er ja am Geld dann einstecken gehabt, das Ding. Ist aber richtig so. Aber. Oh, es gibt allerdings sogar eine Armbrust, ne? Oh, das klingt gut. Eine Armbrust gibt's und dann gibt's noch so einen Shuriken. Das ist sozusagen wie so ein Messerwerfer, wie so eine, na hier, wie so ein Ninja, wie so ein Stern. Genau, jetzt hab's. Interessant. Bolzen gibt's auch. Und Bolzen So, was brauchst mache du ich mit da der auch. Lunge von Schwert? Ne, eine Armbrust wäre schon nicht schlecht. Ich wäre schon mal eine schöne Sache. So, ich komme auch wieder mal zurück hier. Also genug Ausbeute gehabt. Aber gegen den Widder bräuchte man schon was anderes. Bräuchte man was Schlagkräftigeres. Ich glaube, den könntest du zum Schluss sogar noch verzaubern, oder? Nein. Geht nicht. Nein. Schade eigentlich. Damage Moderate. Damage Moderate. Charge Boost. Nehmen wir mal so ein Breitschwert. Ich habe ja schon eins, aber das machen wir mal aus. Was ist denn da hier drin? Mit Strong, was ist? Genau. Alumetul, Kobalt, White Guard, Kobalt, nee, Alumet, Tool Rod. Das machen wir mal anders. Und zwar 8 Ingots, dann machen wir nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. So, 2, 4, halt 1 zu viel. 2, 4. Gut. Können wir nochmal einschmelzen und zwar brauchen wir erstmal was. Irgendwie ist meine Stimme heute ein Ich bisschen bemerk's. weg. Ja, ne? Wir brauchen ein Schwertblade.
Swordblade-Cast. Nehmen wir das hier. So, Chameleon ist drinne. Hammer. Sieht schon mal gut aus. Dann brauchen wir noch diesen Binding. White Guard, dieses White Guard, gucken wir mal, haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier drin? Kupfer, Kobalt schon wieder. Molten Iron. Na, warte mal, können wir nicht aus dem. Du hast gesagt, die schwarzen Knochen sollen wir auch verwenden. Kann man die schwarzen Knochen so drauf machen hinterher oder zum Ja, Climb da brauchst verwenden? du, ich muss dann hinterher drum machen. Das ist, Aha. wenn du deinen Upgrades machst. Okay. Mal ein bisschen Minecraft-Musik anmachen hier. Ist ja mehr als ruhig. So. Wie gesagt, der Grauwolf möchte mir auch noch so ein schönes Breitschwert basteln. Gucken wir mal. Also was er hat. Das macht wie viel Damage? 23 oder so, ne? Obsidian plus Enderperle ist behindert. So, jetzt brauchen wir noch dieses genau, White Guard. Und für dieses White Guard würde ich gerne was anderes verwenden. Und zwar brauchen wir wie viel? Kostet 0,5. Da würde ich gerne mal gucken, dass wir vielleicht Obsidian dafür verwenden können. Dann nehmen wir einfach normal. Oh, Obsidian haben sogar noch einen Teilskorn drin. Praktisch. Die Vorlage hier rein, brauchen ein halbes. Obsidian plus Enderperle behiding. Ein Stack for create and chance of obtaining his X. Was? Und das heißt? Du bist ja doch eigentlich frei. Oh Gott, warte mal, da muss ich mal her. Was ist denn nun? Chat? Nee. Sag mal, bin ich zu blöd zum Chat schreiben heute? T. Ha. E. Obsidian und Enderperle. Ach so. Mal ein Buch gucken. Das ist das eine. Warte mal, die Bücher haben wir doch jetzt drin. Grauwolf war so nett, hat mein Bücherregal hier rübergeholt. Ist So aber bin nett, ich dass sie so von einfach. mir sagt. Wie spät muss haben. So, Material and you. Oh, alles kryptisch mittlerweile. Stone Element. Macht Mining Speed. Ne, Mining, ne. Base Attack 1,5 Herzen. Das Obsidian macht 1 Herz, das Alumite macht 1,5 Herzen. Also Alumite macht 1,5 Herzen mehr Dass das, was ich Basisattacke. geschickt habe. Na, Ja. das macht 100% Dropchance mehr für Köpfe. Okay. Kobalt macht 1,5, Ardite 1,5. Und Manulit macht auch nochmal 2 Herzen aus. Also Manulit macht auch nochmal 2 Herzen mehr. Lapis, das, das. Ach ja, genau, das macht das hier an der Necros. Necrosic. Das macht Reinforced. Single Use. Ach hier. Was heißt ja auch hier? Behind Mobs, Enemy drops their heads as a result. Ach so, ich sehe es gerade. Und Seelensand macht extra Damage zu Untoten, 1 bis 2 Herzen pro Level. Ja, und dann die ganzen Modifikationen auch hinterher. Okay, das hilft für mich eigentlich. Verzeihung. Passt schon. Nehmen wir Alumate, oder? Ja. Ja, entweder Alumate oder.
Ah, gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Wo ist es denn überhaupt? Ein Handguard, oder? Hier ist doch so. Hier, Whiteguard. Na, was brauchen wir denn nun? Wir brauchen Whiteguard. So. Komm her. Hammer. Und dazu brauchen wir noch ein Handle. Was ist ein Handle? Ein Griff. Ein Griff, ja, aber. Ein robuster, nackter Griff wird das gewesen sein. Ja. Mal gucken, ob das damit auch ging. So, und zwar wollten wir das hier, das dahin und das dahin. Oh, hat sogar funktioniert. Macht für den Anfang schon mal 4 Herzen. Was haben wir noch hier drin? Steck verwenden schon wieder. Kobalt. Wir können noch mal einen Kobaltgriff machen. Gucken, was wir dann rauskriegen. Und was hast du, Ripley? Du, Ripley, du, genau. Anders ist mir nie. Dann nehmen wir mal dieses Schwertcast hier. Tun wir mal austauschen. Gegen Kobold. So. Gucken wir mal, was jetzt rauskommt. Nur, dass es eben blauer sieht. Interessant. Na gut. Von Reform 2 auf 3. Was? Du bist jetzt auf der 2, davor warst du auf der 3. Ach, stimmt. Einfach. Du hast 5142 Haltbarkeit. Die Haltbarkeit Effektiv. ist höher, ne? Ja, das stimmt. Dann nehmen wir Obsidian. Und wenn wir das jetzt reintun. Okay, nehmen wir das hier. Gut, das ist dann der. Blood. Broad. Sword. Was schreibe ich denn hier? Blutbreitschwert. Wenn man es mal so nimmt. So, und dann kann man das Ganze noch modifizieren. Und zwar nimmt man dann. Brau. Oh, warte mal ganz kurz. Diamant. Ein Goldblock. Dann brauchst du ein Diamantblock und einen goldenen Apfel. Da kannst du noch zwei Modifikations Slots hinzufügen. Ja, machen wir erstmal nur eben. Weil du hast jetzt schon drei drauf. Du kannst bis zu sechste kannst du drauf machen, aber du brauchst für den sechsten brauchst du Netherstar. Das ist ja klar. Den sechsten kriege ich sowieso nicht drauf. Dann brauchen wir noch Netherquarz. Definitiv. Für die Schärfe. Wir Richtig? sind ein Haufen, das sind hier noch alles drin. Braucht doch gar keiner gerade. Tinkertable. Ach, ein Tinkertable, ach interessant. Repair any modifications. Aha. Was willst du? Hier im Tinkertable, wenn du drauf gehst, siehst du, da ist mittlerweile eine Pickaxe zwischendrin. Cool, wa? Das tut mit den irgendwelchen Zusammenarbeiten auf, auch mit den Welten. So, hier machen wir mal sch mehr Schärfe drauf. Und das heißt dann, dass die Herzen höher gehen müssten. Sind wir schon bei 5 Herzen.
5,5. Das hier hat, wie viel Herzen hat das hier? 9. Habe ich es jetzt rausgeschmissen? Nee. Grauer Wolf. Hast du mein Schwert? Ah. Hey! Achso, jetzt mach das selbstständig. So, das war's schon. Das müssen wir ins rausnehmen. 5,5 Herzen gerade mal. Geht gar nicht. 6 Herzen. So, jetzt sind wir bei Bloody, 72. ich muss dir mal was erklären, ganz kurz. Du kannst jetzt so viel Schärfe draufschmeißen, wie du willst. Das ist schon mal gut, Ich weiß. ja? Machst ja auch richtig. Aber umso mehr du mit deinen Werkzeugen arbeitest, umso stärker werden die erst. Du musst viel jetzt schlachten damit. Also sind die jetzt lernfähig oder wie? Ja, du kannst die hochpowern noch. Auch Aber, noch. pass auf, das heißt, wenn die zerbrechen, zerfangen, oder du musst sie hier bei mit Autorepair, ne, nicht rechtzeitig stoppen. Und die zerbrechen, dann fängst du wieder von null an. Das heißt, du musst sie wieder von Okay. unten an hocharbeiten. Ach so. Okay. Solange wie es bei Autorepair drin hast und du es nicht komplett bis runterwirtschaften, bis auf null. Dann funktioniert das, bleibt das so stehen. Wie zum Beispiel hier, kann ich dir mal was ganz kurz zeigen. Nimm mal bitte dein Schwert raus. Warte So. So. Habe ich. Jetzt gucken wir mal hier bei in auf die Geschwindigkeit bei mir. Auf der Schaufel, Geschwindigkeit. Ne? 12,15, ne? Wie viel? 12,15. Genau. Und ich habe mit 7 angefangen. Das heißt, du musst immer schneller hocharbeiten. Okay, und die Schärfe kommt im Endeffekt dann dadurch, dass du halt sozusagen, wenn du jetzt mehr killst, sozusagen. Angriffe, da kriegst du mehr Herzen weg dann, genau. Ich mache momentan mit meinem mache ich 11,5 weg. Okay. Wenn ich es aber noch mal immer mache, dann okay. Du kannst ja mal gerne hier selber gucken. Warte mal, ich tu mal mein Schwert ganz kurz hier rein. Kannst du selber gucken mit Shift? 11,5 Herzen, nicht schlecht. Naja, dann mache ich mal. Dann mache ich das mal auch so hier. Und dann können wir uns ja mal was einfallen lassen. Wie wir mal so eine Schlachtaktion machen. So, warte mal. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich wollte jetzt Nekrotik drauf machen. Erstmal um Leben zu stehlen. Das ist ja schon mal keine schlechte Idee. So, dann bin ich mal kurz einen Knochen holen. Du hast noch irgendwo so einen Moosball rumrennen. Ach genau, deswegen. Ach genau, so ein Moos habe ich ja, so einen Moosstein habe ich auch gerade mir geholt. Also Moosstein auch aus dem System geholt. Ist jetzt der Vorteil, ich muss jetzt nicht immer nach unten rennen. Ich kann es selbst kloppe hier hinten eher out of range. Da müsste ich noch ein bisschen mehr Range reintun. Da kann ich schon fast hinten in der Monsterform kann ich schon fast das System zugreifen. So, mal was trinken hier, Mensch, mal am Hals, ey. Ah, klingt wie Kaffee, oder? Ja, ich trinke auch schon nebenbei fleißig. Das ist schön. So. Das und das. Ah ne, aber nur da. War das nur der Knochen? Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, nur der Knochen. So, und jetzt hast du das Ganze auch noch Leben stehlen. Nee, noch nicht ganz. Und zurzeit macht es 11 Attack Damage. Tu mal deins nochmal rein. Das macht 18. Das macht 23 Schaden. Und du hast Looting 3 drauf, okay. Ach, Habe jetzt ich tut's drauf. Leben stehlen, genau. So, Ja, Sharpness ist drauf, das ist Plünderung drauf. 3 habe ich drauf. Ja, nee, du weißt ja nicht, was machst du. Plünderung oder Looting. Ihr wisst ja, wie man das reinkriegt, Erstmal Lapis. genau, Lapis ist bei mir auf 450, der Quarz ist auf 144, Moos
Writing und auf die Hinding und Blickwurf. Genau. So, jetzt machen wir erstmal Glück drauf. Weil so. Lapis jetzt ist nämlich mal Glück. Ich glaube, das kommt ja durch die Schärfe der Angriff. Na genau. So, also sind wir schon bei 120. Hier kann ich lange modifizieren. Hey, das ist wieder weg. Da ist es wieder weg. Dieser Graugolf. So, 3.18. Hab schon noch was? Ich glaube, ihr solltet einer schlafen gehen, oder? Ah, ich hab Rollmops mit. Hast du Rollmops mit? Das ist gut. So, die erste Folge wird jetzt sein, wie du mein Schwert schärfen hier, oder? Dein Schaf so. Schärfen, ja. Mein Schaf schärfen, so. 3.83, 4.10, 4.19, 4.37. Jetzt hört's auf. Jetzt brauche ich wieder Lapis. Normal. Hat ein Herz drin. So, hey. 4.38, 4.39, 4.40. Da tut man sämtlichen Klamotten hier, naja, mein Gott nochmal. Wie ein Jackpot hier, oder wie so eine Löttrommel. Sozusagen, genau. Jetzt bald mal fertig. Wieso geht's dir auf die Nerven, oder was? Eins fehlt noch. So, das haben wir auch. Das können wir auch zurückschmeißen ins System. Schön, ne? Yep. So, jetzt fehlt noch Moos, ne? Ja, aber du hast deine drei, du hast noch eins übrig, ne? Eine Modifikation. So, dann nehmen wir noch Moosstein. Noch Moos drauf. Und schon haben wir noch einmal Moos. So, jetzt sind meine ganzen Modifikationen schon alle verbraucht. Jetzt könnte ich noch Quarz drauf machen. Hol ich noch mal kurz. Yep, Quarz aus da. Quarz könnte ich noch mal drauf machen. Weil dann habe ich nämlich noch was über. Oh, Angriff 12. Wow! So. Jetzt haben wir Angriff 12. Und jetzt habe ich keine Modifikation mehr. Jetzt müsste ich sozusagen Farm gehen. Und was alles? Einiges. Wieso hast stimmt ja. Du hast keine Diamanten noch da. Nee, so viele Diamanten habe ich ja nicht. Du hast keine Diamanten da. Du brauchst, wie gesagt, ein Diamant, nur 10 Diamanten brauchst du jetzt. Nee, hast ich habe nur noch 4. Noch einen verzauberten Apfel da? Einen goldenen? Golden Äpfel? Ja, brauchst ich du auch. Gold? Na, Gold ist kein Problem. Einen goldenen Apfel? Gut. Goldblock? Und Diamanten. Goldenen Apfel ist kein Ding. Goldenen Apfel lässt sich ganz leicht machen. Oder brauchst du den verzauberten? Brauchst du nur einen goldenen Apfel. So, was brauchst du noch? Enchant, also verzauberten. Den verzauberten? Na, das ist eigentlich auch kein Problem, oder? Ja. Da brauchst du Goldblöcke, um den verzauberten zu kriegen. Das ist auch kein Thema. So, 8-mal Gold. Und das alles nur um den Witter zu. Na gut, der Witter hat es natürlich in sich, ne? Ist ja nicht das. So, ja. Ja, so ist das. Den leckeren Apfel.